Dieses Lied ist von den jungen Menschen für den Papstbesuch komponiert worden, für diesen wunderbaren Besuch auf der Fazenda. Wir sehen, dass einige Bischöfe und Kardinäle aus der Kirche herauskommen. Vamos cantar a música que a fazenda fez para receber o Papa. Wir wollen uns erheben. Sie bewundern den großartigen Baum an der Kirche. Sie bleiben stehen. Der Papst wird begleitet von Frei Hans und den anderen Gründern. Irassi, Nelson, Lucy. Sie kommen mit den Kardinälen und Bischöfen. Sie sprechen miteinander und gehen durch unseren Garten. Sie nähern sich der Bühne. Unser Papst. Erheben wir unsere Fahnen und Banner. Was für eine Freude! Unsere Gründer mit dem Papst. Frei Hans, Padre Paolo, Nelson, Lucy, Irassi. Heißen wir sie mit einem wunderbaren Applaus herzlich willkommen. Seja bem-vindo ao Papa Bento 16. Quem abençoa esse povo que o chama. Nós o amamos como amigo e mensageiro. Seja bem-vindo, já és Papa brasileiro. Seja bem-vindo ao Papa Bento 16. Quem abençoa esse povo que o chama. Nós o amamos como amigo mensageiro. Seja bem-vindo, já és Papa brasileiro. É tão bonito dizer, o povo ama você. É tão bonito dizer, o povo ama você. Abençoa, irmão, essa nossa nação. Abençoa, irmão, essa nossa nação. Seja bem-vindo, Papa Bento 16. Quem abençoa esse povo que o chama. Nós
Nós o amamos como amigo e mensageiro. Seja bem-vindo, já é Papa brasileiro. É tão bonito dizer, o povo ama você. É tão bonito se ver, o povo ama você. Abençoa, irmão, essa nossa nação. Abençoa, irmão, essa nossa Querido Santo Padre, lieber Heiliger Vater, es ist eine Freude und eine Dankbarkeit, Sie empfangen zu dürfen. Dafür gibt es keine Worte. Wir sind tief beeindruckt von Ihrer Entscheidung, die Ausgeschlossenen und Marginalisierten dieser Gesellschaft zu besuchen. Wir sind stolz und angerührt von dieser väterlichen Geste. Noch als junger Mensch lernte ich die Focolar-Bewegung und ihre Gründerin Chiara Lubich kennen. Ich entdeckte die Kraft des in die Praxis umgesetzten Wortes Gottes. Diese Art zu leben faszinierte mich und gab mir einen neuen Impuls in meinem Leben als Franziskaner. Danach in Goratingeta übernahm ich als Priester die Pfarrei Nossa Senhora da Gloria und versuchte der Bevölkerung die Schönheit und den Reichtum des gelebten Wortes zu vermitteln. Es begann ein göttliches Abenteuer. Viele Jugendliche begannen sich zu verschenken für den anderen, besuchten Kranke, Gefangene, übernahmen die Aufgaben der Sozialpastoral der Pfarrei. Eine große Freude erfasste alle. Gemeinsam machten wir die Erfahrung des Auferstandenen unter uns. Ein neues Licht trat in unsere Herzen ein. Ohne Zögern legten wir alles zusammen, hatten alles in Gemeinschaft. Niemand dachte an sich. Im Gegenteil, wir waren glücklich, alles für Gott zu geben. Unser Geld, unsere Zeit, unsere Gaben wollten wir denjenigen geben, die es brauchten. Die Ausgeschlossenen und Marginalisierten lernten unseren Lebensstil durch ein Mitglied der Gemeinde, Nelson Rosendo, kennen. Er traf sich mit ihnen an einer Drogenecke und zu meiner Überraschung begannen sie ebenfalls mit Eifer und Radikalität das Evangelium zu leben. Und so fanden sie das Glück, das sie viele Jahre in den Vergnügungen dieser Welt gesucht hatten. Die Freude an diesem neuen Leben beeindruckte viele andere Abhängige. Bis dahin, dass auch sie mit uns leben wollten. Daraus erwuchs die Fazenda da Esperanza. Heute sind es 43 Fazendas in verschiedenen Ländern der Erde mit mehr als 1500 Jugendlichen. Die Mehrheit von ihnen ist hier auf diesem Platz.
Die Schönheit und das Abenteuer dieses neuen Lebens ist ohne Zweifel in der Rekuperation dieser Jugendlichen. Außerdem wuchs die Familie der Hoffnung. Eine Vereinigung von Gläubigen, bestätigt durch die Kirche, durch Kardinal Lorscheider, damals Erzbischof von Aparecida. Heute sind es mehr als 280 Menschen, die sich für Gott dieser Arbeit geweiht haben. Von ihnen sind die ersten hier vorne anwesend. Die tiefe Gemeinschaft, die wir immer mit den Ortskirchen hatten, bringt es mit sich, dass wir uns heute über die Anwesenheit von vielen ihrer Mitbrüder im Bischofsamt hier anwesend unter den Jugendlichen freuen. Santo Padre, Heiliger Vater, wir sind unendlich dankbar für Ihre Anwesenheit. Wir haben ein Fest vorbereitet, das Ihrer Liebe für uns würdig sein soll. Wir beginnen mit einer künstlerischen Darbietung unserer Jugendlichen. Você possa descobrir que a batalha é mais segura com alguém pra dividir. Cada um vem de uma história, às vezes triste de ouvir, mas apesar dos pesares e de tudo que ficou pra trás, é. Você já é homem novo, gente do bem, vive diante do povo e vai além, além da dor. Viemos cada um de uma cidade à procura de uma nova realidade. Revelamos segredos humanos e assim recomeçar com esperança divina. Tem
Deixamos tudo que chamam de vida, e para nós estaria pela metade, porque quando estamos juntos somos mais, mais fortes, mais livres, unidos a Deus. Aconteceu, já se espalhou. A semente foi lançada e germinou. A planta cresceu, o fruto brotou. Nós estamos no caminho do amor. Somente o amor pode transformar e fazer que tudo fique mais bonito. As pessoas, a razão de nossa vida é amar. Um mundo melhor faz parte da gente, com a palavra todo dia caminhar. E Jesus vai na frente, nos guiando em nosso meio, está presente. Ele dá tanta esperança e mais, mais perseverança. Ele faz tantas famílias sorrirem. Vale a pena deixar tudo para te servir. Ele dá tanta esperança e mais, mais perseverança. Ele faz tantas famílias sorrirem. Vale a pena deixar tudo para te servir. Já aconteceu, já se espalhou. A semente foi lançada e germinou. A planta cresceu, o fruto brotou. Nós estamos no caminho do amor. Um mundo melhor faz parte da gente, com a palavra todo dia caminhar. E Jesus vai na frente, nos guiando em nosso meio, está presente. Ele dá tanta esperança e mais, mais perseverança. Ele faz tantas famílias sorrirem. Vale a pena deixar tudo para te servir. Ele dá tanta esperança e mais, mais perseverança. Ele faz tantas famílias sorrirem. Vale a pena deixar tudo para te servir. Ele dá. Dá licença, dá licença. Die Jugendlichen überreichen dem Heiligen Vater eine kleine Schachtel mit all ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben, während sie diesen Tanz gemeinsam erarbeitet haben. Singen wir gemeinsam. Dois ou três ou mais estiverem reunidos em
Heiliger Vater, fünf Jugendliche werden ganz kurz etwas von ihrer Geschichte erzählen, was sie durchgemacht haben und wie sie ihre Freiheit gefunden haben. Sie sind aus verschiedenen Ländern, Deutschland, Russland, Philippinen, Afrika und Brasilien. An jedem Ort ist das Wort Gottes eine große Kraft. Antonio, der Erste, der um Hilfe bat und mein Leben und das Leben von vielen anderen verändert hat, beginnt. Santo Padre. Heiliger Vater, dies ist meine Familie. Ich war 11 Jahre, als ich zum ersten Mal Drogen ausprobiert habe. Gleich wurde ich abhängig. Deswegen wurde die Beziehung zu meiner Familie sehr schwierig, worunter ich sehr litt. Ich wollte aufhören, aber meine Versuche waren vergeblich. Ich nahm Drogen an einer Straßenecke, die ein Treffpunkt für Drogenhandel war. Eines Tages erschien ein Jugendlicher meines Alters. Es war Nelson. Ich dachte, er wollte Drogen kaufen, aber nein. Er wollte einfach bei uns bleiben und wurde so unser Freund. Einmal erfuhr er, dass einer von uns Geburtstag hatte und gemeinsam mit seiner Schwester brachte er uns einen Kuchen. Das war ein unglaublicher Moment. Ich fragte mich, warum interessiert sich jemand aus der besseren Gesellschaft, noch dazu ein Jugendlicher wie ich, für uns? Eines Nachts, als ich von einem Fest zurückkam, hielt ich an einer Straßenecke, wo der Drogentreff war. Nelson war da. Ich fragte ihn, ob ich ihn mal alleine sprechen könnte. Wir sprachen einige Zeit miteinander und ich bat ihn, mir zu helfen, aus der Droge rauszukommen. Von diesem Zeitpunkt an trafen wir uns täglich. Er schlug vor, einen Satz aus dem Evangelium auszusuchen, um ihn dann zu leben. Einmal suchten wir das Wort aus dem Matthäus-Evangelium aus. Alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Eines Tages äußerte ein junges, schwangeres Mädchen den Wunsch, eine Avocado zu essen. Ich verlor keine Zeit, lief los, um eine dieser Früchte zu finden. Aber es war nicht die Jahreszeit für Avocados. Trotzdem suchte ich überall nach ihnen, bis ich eine fand und zu ihr brachte. Niemals zuvor fühlte ich mich so glücklich wie in jener Stunde. So begann ich Dinge zu tun, die ich nie zuvor gemacht hatte, wie das Geschirr zu spülen, für meine Mutter das Haus aufzuräumen. Schließlich hatte ich begriffen, ich mache es für Jesus. Durch dieses neue Leben lernte ich Christina kennen, die auch den Wunsch verspürte, ihr Leben für andere zu geben. Wir heirateten.
haben 4 Kinder und adoptierten 2 weitere. Gemeinsam helfen wir denen, die in Drogen verstrickt sind, sich zu befreien und stellen uns ganz der Versender zur Verfügung. Niemals hätte ich gedacht, dass aus dieser kleinen Erfahrung einmal die Versender der Esperanza hervorgehen würde. Und heute bin ich mit meiner Familie hier in Ihrer Anwesenheit, Heiliger Vater. Lieber Heiliger Vater, ich heiße Roland und bin in Berlin in einer lutherischen Familie geboren. Mein bester Freund in der Schulzeit war ein Katholik, sodass wir unter uns oft über die Einheit der Kirche sprachen. Aus dem Wunsch heraus, besser die Kirche des anderen kennenzulernen, besuchte ich einmal zusammen mit ihm eine katholische Messe. In dieser Messe erzählte der Priester in der Predigt von der Versender der Esperanza in Brasilien. Wir beide waren sehr getroffen von dem, was der Priester berichtete, und da wir beide auf der Suche nach einem Zivildienstplatz waren, entschlossen wir uns, vor dem Studium unseren Zivildienst auf der Versender in Deutschland zu machen, die in dieser Zeit als die erste Gemeinschaft außerhalb Brasiliens gegründet wurde. Mit 19 Jahren begann meine Erfahrung auf der Versender. Es war für mich die Entdeckung der Freude eines Lebens in Gemeinschaft. Ich sah das Wunder der Veränderung in meinem Leben und im Leben meiner Brüder. Und ich erfuhr eine Freude, die ich nie zuvor erfahren hatte. Nach Abschluss meines Zivildienstes entschloss ich mich, nicht zu studieren, sondern als Freiwilliger auf der Versender zu bleiben. Meine Eltern und Freunde verstanden diese Entscheidung nicht. Sie machten sich Sorge um mich. Aber ich spürte sehr stark, dass es das war, was Gott für mein Leben vorbereitet hatte. Nach 5 Jahren auf der Versender in Deutschland wurde ich mit anderen Brüdern auf die Philippinen geschickt, um die erste Versender in Asien zu gründen. Inzwischen leben wir dort seit 4 Jahren. Dort erfahre ich, dass trotz aller Schwierigkeiten, der Armut, der neuen Sprache, die andere Kultur, das Leben mit der Versender mir eine weit größere Freude bringt. Das war es, was mir den Mut gab, einen Schritt zu machen, der schon lange Zeit in meinem Herzen war, mich Gott zu weihen in der Familie der Hoffnung. Ich hatte viele Zweifel, wie ich als Lutheraner mich Gott in einer katholischen Gemeinschaft weihen könnte. Aber durch das Leben der Versender habe ich verstanden, die Einheit ist nicht ein Traum, ein fernes Ziel, sondern eine Wirklichkeit, ganz an den Wurzeln der Christenheit, der Dienst der Liebe. Dankeschön. Guten Tag, Heiliger Vater. Ich bin Alexei aus Russland. Ich bin orthodox. Ich wurde geboren in Podolsk, in der Nähe von Moskau. Ähnlich wie viele auf der Versender der Esperanza begann ich mit 27 Jahren Drogen zu benutzen. Nicht einmal der Tod meiner Freunde an einer Überdosis konnte mich davon wegbringen. Mein Leben war ein Albtraum mit sehr starken Schmerzen am ganzen Körper. 4-mal wurde ich in eine Klinik eingeliefert. In dieser Klinik kannte ich einen Arzt, der mir von der Versender in Brasilien erzählte. Einem Zentrum der Rekuperation. Das war meine letzte Chance für mein Leben.
Ich lernte Frei Hans und Nelson während einer Reise, die die beiden nach Russland machten, kennen. Auch kannte ich junge Russen, die schon auf der Fassenda waren. Ich hatte keine Zweifel mehr, dass ich auf die Fassenda gehen musste. Die erste Zeit in Guratingeta war sehr hart. Ich litt darunter, nicht Portugiesisch zu sprechen. Das andere Klima und die andere Mentalität und der Entzug, das alles war sehr schwierig. Ich wollte nach Russland zurück. Eines Tages traf ich eine Person, die ich nicht kannte und die mich auch nicht kannte. Die sich aber um mich kümmerte. Diese selbstlose Liebe rief meine Umkehr hervor. Ich verließ die Droge, aber die Sache, die noch wichtiger war, ich habe Gott gefunden. In der Zeit der Sowjetunion war es gefährlich, an Gott zu glauben. Alle sagten, dass Gott nicht existiert. Das Evangelium las ich zum ersten Mal auf der Fassenda. Es wurde vor 2000 Jahren geschrieben und war doch fähig, mir Antworten zu geben auf meine Fragen von heute. Ich entdeckte, dass ein Leben aus dem Evangelium für jede Person möglich ist. Zurück in Russland gründete ich meine Familie. Ich weiß, wie wichtig es ist, nicht die Erfahrung und Weisheit zu verlieren, die ich auf der Fassenda entdecken durfte. Gott gibt mir die Chance, anderen Russen zu helfen, nach Brasilien zu kommen. Um sich dort auf der Fazenda der Esperanza zu rekuperieren. Wenn Sie zurückkommen, sehe ich in Ihre Augen und sehe die Freude des Lebens, die Sie vorher nicht hatten. Und das macht mich wirklich glücklich. Und jetzt bin ich glücklich, hier zu sein, zusammen mit meiner Frau, mit anderen Russen, die auch schon auf der Fassenda waren und sich rekuperiert haben. Danke. Die Russen sollen einmal aufstehen. Alle. Lass uns Russus. Lieber Heiliger Vater, ich bin Silvia aus Berlin und wegen eines Arbeitsunfalls, den ich mit 20 Jahren hatte, musste ich abnehmen. In wenigen Monaten habe ich 60 Kilo abgenommen. In mir wuchs eine Angst zu essen und ich wurde magersüchtig und zeigte eine Veranlagung von Selbstverletzung. Zum Schluss unternahm ich mehrmals Selbstmordversuche. Als ich 53 Kilo wog, wurde ich in ein Krankenhaus eingewiesen. Dort magerte ich noch mehr ab und verletzte mich noch mehr, was viele Diskussionen mit meinen Eltern auslöste. Im September 2002 besuchten mich drei Jugendliche der Fazenda da Esperanza und erzählten mir von ihrem Leben. Ich fühlte mich sehr geliebt und begann wieder zu essen, mit dem Ziel, die Fazenda zu besuchen. Einige Zeit danach war ich schon auf der Fazenda, um ein neues Leben zu beginnen, um mich zu rekuperieren. Der Anfang war sehr schwierig. Ich hatte keinerlei Erfahrung mit Gott. Nur die Zeit und die Liebe von allem konnte mein Herz öffnen und Gott darin einen Platz geben. In dieser Zeit erwachte in mir der Wunsch zum Leben. Ich begann, gegen meine Probleme der Magersucht und der Selbstverletzung anzukämpfen. Ich lernte, nicht aufzugeben und meine Schwierigkeiten anzunehmen. Danach war ich einige Zeit in Brasilien. Ich wohnte in einer Fazenda, wo
wo die Frauen ihre Kinder mitbringen konnten. Dort erwachte der Wunsch, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Heute wohne ich auf der Facienda in Berlin und ich weiß, dass ich durch meine Erfahrung und meinen ständigen Kampf Licht sein kann für die anderen Mädchen. Ich höre sie an und durch mich bekommen sie die Kraft zu kämpfen, um neue Frauen zu werden. Das macht mich glücklich. Es gibt kein größeres Glück, als sein Leben zu geben für den anderen. Mein Name ist Ricardo Correa Ribariña. Ich bin dank der Facienda de Esperanza heute 31 Jahre alt. Dort auf der Facienda hatte ich die Möglichkeit, wieder neu geboren zu werden, nach 6 Jahren in der fürchterlichen Welt der Drogen. Aus einer katholischen Familie kommend, entdeckte ich mit 9 Jahren, nach einem Familienstreit, dass ich adoptiert worden war. Trotz der Liebe, die ich in meinem neuen Zuhause erfuhr, konnte ich den Schmerz der Verlassenheit und dass ich der Sohn einer Prostituierten war, nicht überwinden. Die Schule, die Spielsachen, das Lachen und die Freiheit wurden ausgetauscht durch eine andere Welt, eine Welt ohne Wiederkehr. Klebstoff, Marihuana, Kokain und künstliche Drogen, Drogenhandel, Drogenkonsum, Überfälle und viele andere traurige Dinge waren es, die mir auf meiner Suche nach der Freiheit begegneten. Zusammen mit vielen anderen Freunden fand ich mich im Gefängnis wieder, begegnete der Leere der Welt. Im Gefängnis, Heiliger Vater, oder auf dem Friedhof, so dachten viele, würde ich einmal landen. Eines Tages, schon müde davon, immer dem Tod gegenüberzustehen, trafen mich 2 Schüsse, die mich auf meiner Straße aufhielten und mich zu Facienda de Esperanza führten. Es war der 26. Oktober 1991. Hier auf der Facienda, Heiliger Vater, schaffte ich es, durch die Einfachheit des Evangeliums wieder eine neue Wahl zu treffen. Morgens um 6 in der Früh aufstehen, das Wort Gottes hören, es in die Praxis umsetzen, mit den Brüdern zusammen leben und sie zu lieben. Der Straßenjunge, Papst Benedikt, begann zusammen mit Frei Hans nicht nur auf den Straßen Brasiliens zu gehen, sondern auch auf den Straßen von Italien, Deutschland, der Schweiz, Mexiko, Holland, Guatemala. Dort führte die Familie der Hoffnung sogenannte Missionen durch, bei denen Männer und Frauen ihr Leben und ihre Zeit zur Verfügung stellten, um gemeinsam durch Wort und Zeugnis Hoffnung zu bringen, so wie wir es im Januar 2008 in Sardinien, Italien, durchführen werden. Heute, 16 Jahre nach meiner Rekuperation, gibt es noch einen Schmerz in mir, nämlich der, dass niemand meiner ehemaligen Freunde mit mir gemeinsam das Leben feiern können, weil sie alle Opfer von Drogen und Drogenhandel geworden sind. Aber ich danke Gott für das Geschenk des Lebens von Frei Hans, der es mit seinem Glauben und seiner Hoffnung möglich gemacht hat, dass ich heute Koordinator im Bereich der Drogenprävention im Bundesstaat Tocantins sein kann. Ich bin dabei, mein Studium im Fach Verwaltungswissenschaft zu beenden und gebe meine Erfahrung eines veränderten Lebens weiter in einem Buch zur Vorbeugung von Drogendelikten an unterschiedlichen Orten der Welt. Danke, Papst Benedikt, für die Heilige Kirche und ganz besonders für Ihre Anwesenheit hier auf der Facienda de Esperanza. In Ihrem Schweigen, Ihrem Blick, finden wir eine Sicherheit, die uns sagt, geht voran, auch wenn die moderne Welt euch verstößt. Papst Benedikt glaubt an meine Rekuperation und an die von euch allen. Vielen Dank.
Für diesen Augenblick, heiliger Vater, haben Jugendliche ein Lied an die Gottesmutter vorbereitet. Singen wir gemeinsam, um ihren Vortrag einzuleiten, auf den wir schon so gespannt warten. In der ganzen Welt brauchen die Jugendlichen das Licht ihres Wortes. Bitten wir die Gottesmutter durch dieses Lied, dass sie inspiriert werden, uns die Kraft zu geben, die wir brauchen. Transforma nossa vida, liberta-nos dos vícios, ajuda-nos com sua mão, sempre. Márcio, der jetzt den Papst umarmt, wird morgen zum Priester geweiht. Für unsere Familie der Hoffnung. Morgen wird er zum Priester geweiht. Hier auf der Fazenda. Jetzt in diesem Moment hören wir ganz still die Worte des Heiligen Vaters, die wir so erwartet haben, damit sie Licht für unser Leben sind. Queridos amigos y amigas, es mi finalmente na Fazenda Esperanza. Liebe Freunde und Freundinnen, endlich bin ich hier auf der Fazenda der Esperanza. Mit besonderer Zuneigung grüße ich Frei Hans Stapel, den Gründer des Sozialwerks Nossa Senhora da Gloria,
das auch unter dem Namen Versender der Esperanza bekannt ist. Vor allem möchte ich mich zusammen mit euch darüber freuen, dass ihr an das Ideal des Guten und des Friedens geglaubt habt, das diesen Ort kennzeichnet. Euch allen, die ihr noch in der Phase der Entwöhnung seid, sowie auch denen, denen es wieder gut geht, den freiwilligen Helfern, den Familien, den ehemaligen Bewohnern und den Wohltätern. Aller bei dieser Begegnung mit dem Papst vertretenen Versenders möchte ich zurufen: Friede und Heil. Ich weiß, dass hier die Vertreter verschiedener Länder zusammengekommen sind, in denen die Versender der Esperanza Niederlassungen hat. Ihr seid hier, um den Papst zu sehen. Ihr seid gekommen, um das zu hören und aufzunehmen, was er euch sagen möchte. Die Kirche von heute muss sich aufs Neue dessen bewusst werden, dass sie die Aufgabe hat, der Welt die Stimme dessen hören zu lassen, der sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Papst hat seinerseits den Auftrag, in den Herzen dieses Licht neu zu entzünden, das nicht getrübt wird, weil es das Innerste der Seele erhellen will, die das wahre Gut, den Frieden suchen, den die Welt nicht geben kann. Ein solches Licht bedarf einzig eines Herzens, das offen ist für die Sehnsucht nach Gott. Gott übt keinen Zwang aus. Er unterdrückt die individuelle Freiheit nicht. Er fordert nur die Offenheit unseres Gewissens, jenes Heiligtums, in dem alle edelsten Wünsche, aber auch die ungeordneten Neigungen und Leidenschaften, welche die Botschaft des Allerhöchsten verdunkeln, verborgen sind. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Dies sind die göttlichen Worte, die in das Innerste der Seele eindringen und ihre tiefsten Wurzeln berühren. In einem gewissen Augenblick des Lebens kommt Jesus und klopft leise an, tief im Innern der wohlgeneigten Herzen. In eurem Fall hat er das durch einen Freund oder Priester getan oder vielleicht auch durch eine Reihe von Fügungen, um euch verstehen zu lassen, dass ihr Gegenstand der Liebe Gottes seid. Durch die Institution, die euch Aufnahme gewährt, hat der Herr euch diese Erfahrung der körperlichen und geistlichen Regeneration möglich gemacht, die für euch und eure Familienangehörigen lebenswichtig ist. Infolgedessen erwartet die Gesellschaft, dass ihr es versteht, dieses wertvolle Gut der Gesundheit unter den Freunden und Mitgliedern der ganzen Gemeinschaft zu verbreiten. Ihr müsst Botschafter der Hoffnung sein. Brasilien hat eine der markantesten Statistiken im Hinblick auf die Abhängigkeit von Drogen und Rauschgift. Und Lateinamerika steht dem nicht nach. Daher fordere ich die Drogenhändler auf, über das Böse nachzudenken, das sie zahlreichen Jugendlichen und Erwachsenen aller sozialen Schichten zufügen. Gott wird sie für das, was sie getan haben, zur Rechenschaft ziehen. Die menschliche Würde darf nicht auf diese Weise mit Füßen getreten werden. Das verursachte Böse verdient dieselbe Verurteilung, die Jesus gegenüber denen aussprach, die die Kleinsten, die Bevorzugten Gottes, verführten.
Durch eine Therapie, die ärztliche, psychologische und pädagogische Betreuung, aber auch viel Gebet, manuelle Arbeit und Disziplin einschließt, ist es bereits zahlreichen, vor allem jungen Menschen gelungen, sich von der Abhängigkeit von chemischen Substanzen oder vom Alkohol zu befreien und den Sinn des Lebens wiederzuerlangen. Ich möchte meine Wertschätzung für dieses Werk zum Ausdruck bringen, dessen geistliches Fundament das Charisma des heiligen Franziskus und die Spiritualität der Focolarbewegung ist. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist zweifellos ein Beweis für die Wirksamkeit eurer Initiative. Was aber die meiste Aufmerksamkeit weckt und den Wert der Arbeit bestätigt, sind die Bekehrungen, das Zurückfinden zu Gott und die aktive Teilnahme am kirchlichen Leben. Es genügt nicht allein, den Leib zu pflegen. Es muss die Seele mit den wertvollsten göttlichen Gaben geschmückt werden, die wir in der Taufe empfangen haben. Danken wir Gott dafür, dass er so viele Seelen mithilfe des Sakraments der Vergebung und der Feier der Eucharistie auf den Weg einer erneuerten Hoffnung geführt hat. Liebe Freunde, ich kann mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um auch all jenen zu danken, die materiell und spirituell mitarbeiten, um dem Sozialwerk Nossa Senhora da Gloria Kontinuität zu verleihen. Gott segne Frei Hans Stapel und Nelson Giovanelli Rosendo, die seinen Ruf gefolgt sind, euch ihr Leben zu widmen. Der Herr segne auch all jene, die in diesem Werk arbeiten, die geweihten Männer und Frauen. Die freiwilligen Helfer und Helferinnen. Ein besonderer Segen geht auch an alle Freunde, die es unterstützen, an die Obrigkeiten, die Wohltäter und an alle, die Christus lieben, der in diesen seinen geliebten Kindern zugegen ist. Mein Gedanke geht jetzt zu den vielen anderen Institutionen in aller Welt, die dafür arbeiten, diesen unseren Brüdern, die es in unserer Gesellschaft gibt und für die Gott eine besondere Vorliebe hat, das Leben, ein neues Leben zurückzugeben. Ich denke auch an die vielen Gruppen der anonymen Alkoholiker und der anonymen Drogenabhängigen sowie an die Pastoral der Nüchternheit. Die bereits in vielen Gemeinschaften arbeitet und ihre großherzige Unterstützung zugunsten des Lebens bietet. Die Nähe des Heiligtums, unsere liebe Frau von Aparecida, gibt uns die Gewissheit, dass die Versender der Esperanza unter ihrem Segen und mütterlichem Blick entstanden ist. Seit langem bitte ich die Mutter, Königin und Patronin Brasiliens, ihren Schutzmantel über jene auszubreiten, die an der 5. Generalversammlung des lateinamerikanischen und karibischen Episkopats teilnehmen werden. Eure Anwesenheit stellt eine beachtenswerte Hilfe für den Erfolg dieser bedeutenden Versammlung dar. Legt eure Gebete, die Opfer und Entbehrungen auf den Altar der Kapelle in der Gewissheit, dass im heiligen Altarsakrament diese Opfergaben wie süßer Duft vor das Antlitz des Allerhöchsten zum Himmel steigen werden. Ich zähle auf eure Hilfe.
Der heilige Fray Galvão und die heilige Crescencia mögen über euch wachen und einen jeden von euch beschützen. Ich segne euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danken wir dem Heiligen Vater für seine Worte. Hier wird uns eine Muttergottesfigur überreicht. Sehr schön. In diesem Moment der Dankbarkeit hat uns der Papst die Muttergottesfigur geschenkt und auch $100.000 für diese Arbeit. Vielen, vielen Dank. Jetzt werden sich die Versender der verschiedenen Kontinente dem Papst vorstellen. Zuerst kommt die Versender in Asien auf den Philippinen. Die Vertreter kommen jetzt herauf. Vamos ficar em silêncio. Auch Afrika kann schon heraufkommen. Afrika repräsentiert durch unseren lieben Bischof Franziskus, der die Türen für unsere Versender in seiner Diözese geöffnet hat. Auch unsere Deutschen und Russen kommen jetzt. Zusammen mit der Versender Deutschland kommt auch mein Weihbischof aus meinem Heimatland, aus Paderborn. Schaut zur Presse hin, sie möchten ein Foto machen, ein schönes Foto. Die Hoffnung in Afrika. Jetzt kommt Deutschland. Die Jugendlichen überreichen eine Muttergottesfigur von einem Künstler mit viel Liebe und Herz gemacht, zusammen mit dem Weihbischof meiner Heimat, Manfred Grote. Auch kommen jetzt die Russen. Die Russen überreichen dem Papst eine Medaille, die speziell für diesen Augenblick gemacht wurde, als Erinnerung an dieses Treffen.
una medaglia di questa lembranza di questo incontro. Der Papst wird sie segnen und eine mitnehmen, und wer sie auch als Erinnerung an diesen Moment haben will, kann sie hier auf der Versender erhalten. Die Presse will ein Foto, dreht euch bitte um. Das ist die deutsche Gruppe mit dem Bischof von Paderborn. Jetzt kommen die Russen. Jetzt die Gruppe aus Zentralamerika, Mexiko und auch Guatemala. Die Presse bittet darum, dass ihr euch umdreht für ein Foto. Nicht wahr? Schaut in die Kamera. Zusammen mit der Gruppe aus Guatemala kommt Padre Haroldo, der erste, der mit Drogenabhängigen arbeitete. Er wird dem Papst eine tiefgreifende Studie zu diesem Thema überreichen. Padre Haroldo war der Erste, der auf diesem Gebiet arbeitete und kämpfte. Unser Patriarch. Die nächste Gruppe aus Lateinamerika ist aus Argentinien und Paraguay. Kommt zusammen hoch. Paraguay, Argentina, vamos nos aproximar. Dreht euch um für ein Foto. Der Ministerpräsident von Paraguay. Die nächste Gruppe kommt aus Brasilien. Brasilien hat 33 Versender. Zusammen mit der Brasilien-Gruppe kommt Dr. Renate Just, die eine neue Methode entdeckt hat, ADI, direkte Einführung ins Unterbewusstsein, die so vielen Jugendlichen geholfen hat, sich von innen her zu befreien. Bacana. Vale a pena estar ela no meio de nós, que apoia muitos jovens. E agora temos uma grande, grande alegria, muitas
Und jetzt haben wir die ganz große Freude, einige Kinder zu empfangen, zusammen mit Hans-Peter Röttlin, dem Präsidenten des Hilfswerkes Kirche in Not, und der Präsident des Kindermissionswerkes, die Sternsinger Winfried Pilz, die dem Heiligen Vater die Kinderbibel überreichen. 10 Millionen Bibeln wurden hier in Brasilien verteilt und 45 Millionen in der ganzen Welt übersetzt in 153 Sprachen. Und der Heilige Vater wird sie an die Kinder hier übergeben, deren Eltern sich durch das Wort rekuperiert haben. Sie haben jetzt die Kinderbibel erhalten, damit sie von klein auf das Wort leben können. Und so Gott will, werden sie das Glück haben, nie mit Drogen in Berührung zu kommen. Es sind beides zwei wichtige Hilfswerke, die in der ganzen Welt helfen. Kirche in Not und das Kindermissionswerk, die Sternsinger. Ein bewegender Moment. Der Heilige Vater gibt diesen Kindern die Bibel. Ich bin überzeugt, wenn wir das Wort leben, werden ohne Zweifel viele Probleme erst gar nicht auftauchen. Das Wort ist Licht und Leben. 10 Millionen dieser Bibeln alleine in Brasilien. Einige Versenders haben auch Straßenkinder. In diesem Moment bringen die Kinder dem Heiligen Vater einen Ring, den sie auf der Versender herstellen, gemacht aus der Tukumfrucht. Und dieser Ring erinnert uns daran, dass der Heilige Vater unsere Würde wiederhergestellt hat. Eine biblische Geste. Der verlorene Sohn erhält vom Vater neue Kleider und einen Ring. Diesen Ring könnt ihr alle mitnehmen und euch immer erinnern. Ihr alle seid Kinder Gottes, seiner würdig. Und Bischof Dino ist mit ihnen zusammen, begleitet diese Jugendlichen. Bischof Dino ist seit langer Zeit mit uns zusammen. Er hilft uns und gibt uns die Sicherheit, die wir brauchen, diese Einheit mit der Kirche. Dreht euch um für ein Foto. Straßenkinder, die sich rekuperieren durch Arbeit, Spiritualität und durch das Leben der Familie. Schaut in die Fotokameras, die diesen bewegenden Augenblick in die Welt hinausbringen wollen. Der Heilige Vater umarmt diese Kinder, Jugendliche, die Straßenkinder, um ihnen ihre Würde wiederzugeben, durch diesen Ring, den sie dem Heiligen Vater überreicht haben. Momento. Santo Padre. Heiliger Vater, die letzte Gruppe, die kommt, sind die Vertreter der Versender, der Vorstand und auch Padre Paolo. Wir möchten Ihnen zusammen ein Buch überreichen. Von der Straßenecke in die Welt. Das erzählt unsere Erfahrung, wie alles angefangen ist und heute, wie es in der ganzen Welt ist. Iracy Lucis sind die Verantwortlichen für die Frauenversender. Padre Paolo
Alle sehen das, mein Zwillingsbruder. Man sieht es, ne? Elitam Beng. Er ist auch Priester der Diözese Paderborn und war 15 Jahre in Coratá, Brasilien. In diesem Moment hat der Papst den Wunsch geäußert, hinunterzugehen und euch zu begegnen. Aber vorher möchte ich, dass ihr die Absperrung respektiert und sie nicht umwerft. Versprecht ihr das? Damit die Sicherheit nicht besorgt sein muss? Vorher wird der Papst mit uns beten und uns seinen Segen geben. So wollen wir still werden. Beten wir mit Liebe und Vertrauen das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ewiger Vater, vertrauend auf deine Barmherzigkeit bitten wir, gib allen hier anwesenden Gläubigen und allen, die dich mit aufrichtigem Herzen suchen, die Stärkung im Glauben, die lebendige Hoffnung und eine immerwährende Nächstenliebe, damit wir befreit von unseren Abhängigkeiten dir in der Freude und im Frieden dienen können. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Amar todos os dias.
todos os dias. Vai lá, vai lá, é coisa de Deus, coisa de Deus. Um coração de criança, coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança, coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Defender sempre a justiça, ai, 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 é coisa de Deus. Afastar-se da preguiça, ai, 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 é coisa de Deus. Sentir paz no coração, sente paz no coração, ai, 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 é coisa de Deus. Receber a comunhão, a santa comunhão, é coisa de Deus, coisa de Deus. Um coração de criança, coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança, coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Quem me fez chegar aqui? Quem me fez chegar aqui? É coisa de Deus, pra que eu possa ser feliz. Laia, laia, é coisa de Deus. Homem novo, laia, laia, é coisa de Deus. E ser luz diante o povo, e ser luz diante o povo. Laia, laia, é coisa de Deus. Coisa de Deus. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Esquecer o homem velho. Coisa de Deus. Praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho. Ai, 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 é coisa de Deus. Conviver com harmonia. Conviver com harmonia. Ai, 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 é coisa de Deus. E amar todos os dias. E amar todos os dias. Coisa de Deus, coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Lalaiá, lalaiá, laiá. Defender sempre a justiça. Defender sempre a justiça. Laia, laia, é coisa de Deus. Afastar-se da preguiça. Afastar-se da preguiça. Laia, laia, é coisa de Deus. Sentir paz no coração. Sentir paz no coração. Deus, receber a comunhão,
de Deus, coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Mais uma vez, quem me fez chegar aqui? Quem me fez chegar aqui? Para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser feliz, laia, laia, é coisa de Deus. Renascer um homem novo, renascer um homem novo, laia, laia, é coisa de Deus. E ser luz diante o povo, e ser luz diante o povo, laia, laia. Coisa de Deus, coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Esquecer o homem velho. Praticar o Evangelho, praticar o Evangelho, laia, laia, é coisa de Deus. Conviver com harmonia, conviver com harmonia, laia, laia, é coisa de Deus. E amar todos os dias, e amar todos os dias. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Depender sempre a justiça. Depender sempre a justiça. Coisa de Deus, afastar-se da preguiça, afastar-se da preguiça, ai, 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 é coisa de Deus. Sente paz no coração, sente paz no coração, ai, 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 é coisa de Deus. Receber a comunhão. Coração de criança, coisa de Deus é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Laia, laia, la, laia, laia, laia. Chegar aqui mais uma vez, laia, laia, é coisa de Deus. Para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser feliz, laia, laia, é coisa de Deus. Renascer um homem novo, renascer um homem novo, laia, laia, é coisa de Deus. Ser luz diante o povo, e ser luz diante o povo, é coisa de Deus, coisa de Deus, um coração de criança, coisa de Deus, é a fazenda da esperança, coisa de Deus, um coração de criança.
casa de Deus é a fazenda da esperança. É coisa de Deus praticar o evangelho. Ai, 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 é coisa de Deus conviver com harmonia. Conviver com harmonia. Ai, 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 é coisa de Deus. E amar todos os dias. E amar todos os dias. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus. Às 14h, a missa será lá no salão lá de cima. 14h, teremos a missa. Enquanto isso, nós cantamos devagarinho, enquanto saímos devagarinho.
Droga é ilusão, droga é ilusão.